Hallo, hier ist der Björn und wenn ihr Lust habt auf fluffige Protein-Pancakes, ohne dass man sie in Butter oder Öl anbraten muss, dann bleibt auf jeden Fall dran bei dem Video, dann zeige ich das. Hier sind die ganzen Zutaten. Wir haben ja einmal unsere Eier, 2 Eigelb, die müssen wir gleich noch schön aufschlagen bzw. gut vermischen. 40 bis 45 Gramm Haferflocken, man sagte mal so eine halbe Tasse. Hier haben wir den guten Zimt, 1,5 Gramm Zimt macht einfach alles leckerer. Proteinpulver Whey, und zwar haben wir hier das gute Vanille-Proteinpulver. 2,5 Gramm Backpulver. Und dann brauchen wir noch einen halben Teelöffel Vanilleextrakt. 2,5 Gramm sollen das sein. Da nutze ich einfach dieses. 60 Milliliter Milch brauchen wir noch, eine Vierteltasse. Ich habe es abgewogen, aber ja, es ist ungefähr eine Vierteltasse. Ja, erstmal die Eier ordentlich aufschlagen, gut vermischen. Das geht natürlich mit einem Schneebesen besser. Ich mache es jetzt einfach mal mit einer Gabel. Jetzt mischen wir alles zusammen. Haferflocken, das Backpulver, den Zimt, unseren halben Teelöffel Vanilleextrakt. Bin mal gespannt, wie viel Vanillearoma das dann insgesamt hat. Das Proteinpulver. Das Ei und die Milch am Ende. Und jetzt alles gut durchmischen. So sollte die Masse dann aussehen. Das schaut auch schon mal gut aus. Denk an, wenn die oben Blasen kriegen, dann sollte man sie umdrehen. Perfekt, würde ich sagen. Wir lassen die jetzt mal alle fertig machen und dann schauen wir mal, wie es schmeckt. Sie sind fertig, mega. Sie riechen auf jeden Fall wirklich mega gut. Zutaten, außer dass ich die Milch am Anfang vergessen habe, super einfach. Ich hoffe, man sieht meinen Bienenstich nicht. Ich war heute draußen spazieren und wurde von einer Biene attackiert, die jetzt hier irgendwie in meinem Haar verfangen und meinte gleich, steche ich doch einfach mal in die Stirn rein. Jetzt geht es ja um den Geschmack. Und sehr vanillig auf jeden Fall. Ich habe auch Vanilleprotein genommen und ohne Butter, ohne Öl alles angebraten, habt ihr gesehen. Und wenn euch das Rezept gefallen hat, Daumen nach oben, Abo da lassen und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao, ciao!